Humanismen und Demokratismen folgen aufeinander, Ismen auf Ismen. Ja. Also, und das ist natürlich schon auch so eine Frage nach dem, wie sich Europa begreift, wie sich unser Wertesystem begreift und wie es dann nach außen hin agiert. Habe ich zum Beispiel in meinem Stück Cassandra natürlich auch in Bezug auf die Flüchtlingsthematik behandelt und mich gefragt, ob das überhaupt noch haltbar ist, was wir unter uns selbst Wo kommen versprechen. Sie her? Sind ja kein Düsseldorfer, ne? Sage ich Ich mal. bin Schwabe, Ah ja. was man mir nicht mehr richtig anhört. Habe aber seit. Können wir uns mal. Ich bin Ja, nur 98, vom ich bin 98, nee, direkt Land. aus der Stadt. Also Ja, Stuttgart. die Stuttgarter, die sprechen ja dann nicht so wirklich breites Schwäbisch. Und ich bin dann 98 nach Berlin, habe da studiert und bin eigentlich seit 14 Jahren dann auch nicht mehr Aber in die Stuttgart. Stuttgarter Szene als solche, da waren Sie jetzt nicht involviert, oder in der Kunstszene oder so Ich habe zwei Arbeiten gemacht, auch am Staatstheater Stuttgart. Eine unter Schirmer und eine unter Hasko Weber. Und bin aber jetzt schon seit längerem in anderen Städten auch. Und Weshalb nach Berlin? weshalb nach Berlin, wenn man 19 ist und Theater begeistert und das Maximum an Input kultureller Art sucht, dann gibt es nicht viele Alternativen. Hamburg war ich dann später. Wobei ich jetzt, ich möchte das auch sagen, ich bin jetzt zum ersten Mal in Düsseldorf ja gewesen hier für Puppen und bin eigentlich sehr, sehr begeistert Nee. von dieser Stadt und Von unserem Städtchen sind was Sie sich hier begeistert. so, ja, was hier Ja. auch, auch wenn man es nicht so sieht, wie jetzt in Berlin, oberflächlich an hippen Klamotten, aber was da doch für eine, finde ich, sehr spannende Kunstszene besteht und habe hier Lust, noch weitere Arbeiten zu zeigen und mich weiter hier. Ich bin ja jetzt nicht so ein in diesen Lokalpatriotismus oder in diese Anfeindungen Köln, Düsseldorf und so weiter. Da habe ich ja nichts mit am Hut. Also das Weltstädtische hat für mich eindeutig was mit diesem Konglomerat zu tun und dieser Nähe der kleinen Weltstädte, sage ich jetzt mal, die zusammen eine große ergeben. Und das finde ich auch einen totalen Reiz, diese ganze Region. Was machen wir denn noch mal ein bisschen gehen? Können Ja. wir irgendwie noch mal. Also das lassen wir hier stehen, ja? Ja, nehmen wir es mal mit. Ich habe nämlich hier Es überall ist schon dunkel, aber da kann man auch schlafen. Ja, da kann man sich Oben. hinlegen, wenn man erschöpft ist, zwischen den Akten oder auch nach den Akten. Hier läuft dann auch heute Abend diese Premiere, ja? Genau. Von diesem Stück. Ne? Ja, ist ja kein, das ist ja kein Stück, sondern eine Reihe, die wir hier eröffnen. Enthusiasm nach dem gleichnamigen Film von Werthoff. Und wir haben heute Abend, fangen wir sozusagen mit diesem Film an, der neu vertont werden wird von Kammerflimmer-Kollektiv, die jetzt gerade eingetroffen sind und sich hier aufbauen. Der diesen Begriff des Labür geschrieben hat, den Caspari seinerzeit geprägt hat. Und Caspari war ja ein Künstler, der sich eigentlich zum Verschwinden gebracht hat. Und der eigentlich wie soll man sagen, der wahrhaftigste Situationist. Also der selber hinter seinem Werk und der selbst das Werk ist verschwunden. Und jetzt gibt es einen, der eigentlich so eine Art von Analyse vornimmt, dieses Künstlers. Und wir eigentlich so eine Art von Vernissage machen werden hier. Mit sehr vielen Künstlern, die auf ihre Art und Weise mit diesem Erbe umgehen. Und das ist sozusagen eine, wie soll man sagen, eine dezentralere Versuchsanordnung. Im März haben wir dann wieder den Fokus ganz klar gerichtet auf einen Philosophen aus Frankreich, Alain Badiou, der auch angekündigt hat, zu kommen. Und der wiederum hat ein Stück geschrieben, das noch nicht ins Deutsche übersetzt ist in den 80er Jahren. Es gibt eine Lesung in Frankreich von Antoine Vitesse. Das wurde aber noch nie uraufgeführt und wir haben jetzt eine Übersetzerin gefunden, die das
auf Deutsch übersetzen wird. Und das wollen wir hier auch hören und diskutieren. Und da würden wir sozusagen wieder etwas fokussierter auf eine Person kommen, ne? Während wir bei der zweiten Veranstaltung uns verstreuen. Und sagen wir mal so, zwischen diesem historischen Erbe dieser Einheitspartei Internationale und einer verstreuten Internationale, die vielleicht heute eher partikular sich äußert, an verschiedenen Ecken und Enden der Welt jeweils verschieden, zwischen diesen Polen wollen wir eigentlich hoffentlich auf anregende Art und Weise hin und her pendeln. Aber jetzt ganz kurz noch, müssen wir einen Abschluss finden. Was macht dieser Strich da? Na, das ist eins. Ne? Das ist eine 1. Ja, ja, so. Das ist Römisch 1. Dachte, und Römisch 2 wäre dann der 26.3. Das haben wir da. Ja. Also kommt dann in einem Monat. Oh, habe ich es hoffentlich richtig gesagt. Mal selber gucken. Nee, 28.3. Kommt Enthusiasm 2. Genau. Ich weiß gar nicht, dass wir gar nicht.